Wir gehen nicht durch diese Tür, wie angesprochen in der letzten Folge, sondern wir nehmen doch tatsächlich diese hier bei Let's Play Nier Gestalt. Da hier der Butler ist. Was ist das? Ein Butler oder zumindest sowas ähnliches. Aha, I knew this was a trap. Curse my brilliant intuition. It's a trap! Seltsam. Normalerweise würde man jetzt doch vermuten, könnte eine Statue sein. Verbraucht Emil. Somebody. Anybody. Wer war das? Das fragt man sich. Gibt es hier noch geheime Unterräume, in denen Opfergaben, beziehungsweise noch lebende Opfergaben, zukünftige Opfergaben, noch rumleben, während sie auf ihr Schicksal warten? Was wird hier für ein Spiel getrieben? Toll, du bist mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen oder gegen die Tür und weiß erschreckt sich oder was? O-Tier! EP an. Oh, das soll ich gleich nicht mehr ausrüsten. Weil der Erfahrungspunkte anstieg. Nom nom nom. Ich habe übrigens auch bei den Shades in der Spinne! In der Steppe. Ne, nicht in der Steppe. In der. Wie nennt sich das? In der Südebene. Neue Wörter gelernt. Also durch das Besiegen und so weiter und so fort. Sind nicht furchtbar einfach, wenn ich es jetzt mal nenne, zumindest nicht in der Konstellation, wo sie da auftraten, aber hey! Das passiert nun mal. So, und hier finden wir das, was wir brauchen, um weiterzukommen. Obwohl Emil gesagt hatte, dass sein Schlüssel alle Türen dieser Villa öffnet, was natürlich Sinn macht, weil er ist der Meister. Der Meister. Ist es leider nicht so. Na gut, aus spielmechanischen Gründen offensichtlich, aber... Hä? Wofür erschrecken die sich? Das hört sich an, als wenn hier jemand duscht. Und nicht, oh mein Gott, da duscht jemand. Ich habe Angst vor nackten Menschen. Oh, noch einer von diesen Butlern. Is that another one? Oh, er lebt. It moved. What? What's the matter? Sir? This? Yes, this is my butler. He helps me out around the manor. He's a good man at heart, but a bit inflexible. Almost like a statue. Yes, and I do apologize for that, Master Emil. I doubt he's even human. Look, someone sent a letter to my daughter. Yes, I wrote the letter. Please forgive my impertinence in sending it. As you may know, Master Emil, deeply pained by his eyes, has shut himself away from the world. He suffers greatly behind that blindfold, and I feel it is my duty to help however I can. I heard tale of your courageous exploits, and so I sent a letter under Master Emil's name. But I received a response from one Miss Yona instead. So you wrote the letter? I did, sir. My letter merely requested that you come to the manor. I meant no ill intent. Nein. I believe Yona saw the exchange somewhat differently. She's just a kid. She probably didn't understand what was going on. Regardless, I am quite pleased to see you here. Long have I dreamed of the day when we could cure Master Emil's eyes. I think you want a doctor. I'm just a big guy who kills things. Couldn't have said it any better myself. Well, off we go then. Please, we're so close. The cure for Master Emil's condition is located in this very manor. Dann holt es euch! So why don't you just go get it? The location of the cure has become a den for those abominable shades. And I lack the skill to combat them. I beg of you, defeat these shades and restore Master Emil's sight. You know this is an impossible task. Why would you ask it of our guests? Well, we've no more time to waste. We'll do it. We will. The more shades we kill, the better Yona's chances. Plus, we have to find Kaine anyway. A thousand thank yous. I owe you a debt that can never be repaid. Und wir kommen in Dunkelheit. I know it's a lot to ask. I'm sorry. At least I can petrify your enemies. That's gotta be some help, right? Moment. Ein NPC. Sorry. My butler thinks so much of me. But for him to make such outlandish requests. I'm coming with you. It's unfair to let you go on your own.
also ein NPC namens Emil, der das erste NPC-Wort, ja, NPC-Wort, aber gerade sagt, I'm sorry. Okay. Ich habe keine Probleme damit. Warum? Weil er gut ist. Es ist Instant Death Emil. Das, was der andere Emil, den ich gerade quasi referenziere, nicht so Gutes konnte. Meine, er guckt einfach einen Gegner an und der Gegner ist tot. Ja, zumindest er wird. Das sieht man jetzt gerade hier zu Stein. Dann steht er rum, bewegt sich nicht mehr. Ich kann einmal anhauen, er ist tot. Also noch toter als tot. Noch toter als zu Stein tot vorher. Von daher gefällt mir der Emil hier ausgezeichnet. Oh, eine Waffe. Das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe, die ich brauche. Die ich nicht übersehen. Oh, Gegner. Einhänder Schwert des Verrats. Leider. Das heißt leider. Das ist schwächer als der Glauben, den ich habe. Und deswegen werde ich meinen Glauben, mein schönes Katana weiter benutzen. Auch wenn eventuell schon wieder Leute das Kotzen kriegen, wenn ich eine Uchigatana-artige Waffe benutze. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, erlöse mich kurz. So, hier ist ein Speicherpunkt, aber bevor ich diesen benutze, möchte ich noch in diesen Raum hier reingehen. Und um vielleicht nochmal die Sache mit dem Laterne, Sonne, Mond und Sterne aus dem letzten Video zu einem Ergebnis zu bringen, verdammt, hier ist ja mal gar nichts. Na, dann gehen wir halt wieder. Sie ist verschlossen. Oh mein Gott, it's a trap! Nein, ja, es ist eine Trap, aber so gut. Erfahrungspunkte sind immer gerne gesehen. Wie gesagt, Stufe 15 bin ich jetzt. Ich war, glaube ich, das in meinem ersten Durchgang, wo ich keine Nebenquests gemacht habe, aber nur die, die ich quasi automatisch direkt erfüllen konnte, war ich mindestens 2 Stufen geringer hier. Und dadurch, dass ich meinen Glauben jetzt auch, also das Schwert, gut aufgerüstet habe, kann ich mich hier echt gut durchschnetzeln. Macht die ganze Sache wesentlich einfacher. Und Laterne, Sonne und Sterne. Ja, woran liegt das? Und deswegen habe ich das gesagt. Ich war mal auf einer Animagic früher, das war vor über 10 Jahre nicht ganz, sagen wir mal 8, da bin ich häufiger als noch in Koblenz, war zu Animagic gefahren mit Kumpels. Und auf einer dieser Animagic ist, glaube ich, Yuki Kajiura aufgetreten, eine Komponistin für verschiedene Sachen. Also Anime hat sie auch, glaube ich, Soundtracks zugeschrieben, beispielsweise Madoka, sehr guter Soundtrack, oder was relativ neu ist. Oder, ach, wie heißt es noch gleich hier? Noir. Sie ist doch Noir, meine ich. Jedenfalls ist es nur Noiris. Speichern wir hier kurz hier drüber. Und, ja, sie hatte halt ein paar Stücke zum Besten gegeben mit ein paar anderen Musikern. Und dann funktionierte die Technik irgendwie nicht. Teilweise, also was teilweise. Es gab halt eine Programmunterbrechung, wo die Technik nicht funktionierte. Und dann hatte sie währenddessen so ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt. This is it. We should find the cure somewhere nearby. I do not like anything about this place. Eine Bibliothek, wo viele Bücher sind, ist ein Ort, was ein Buch nicht mag. Es ergibt Sinnspiel. Oh mein Gott. Ist es Grimoire Noir? Das böse Buch, was wir schon die ganze Zeit suchen? Welches die Runenpest verbreitet? Mit blutroten Seiten? For Boss Time! Oh, great. What is every book I meet have a bad attitude? Oh, aren't we clever? As if any mere tome could compare to the wonderment that is Grimoire Weiss. So, ganz wichtig, den Seiten ausweichen, machen mächtig Schaden, wenn man nicht überlevelt ist und ausgerüstet ist, wie ich hier gerade. Aber das Schöne ist... Petrification is a fearsome power indeed. How many pages does this infernal book possess? It's gotta be running low. Au. Das Schöne ist, Emil vernichtet teilweise die Attacken des Buches einfach nur. Der Kampf dauert noch nicht allzu lange. Weil er einfach die Dinger, wie heißt es, versteinert und die soll ich nichts mehr machen können. Das ist großartig. So, nein, komm, komm. Ja, hauen wir ihn jetzt noch eben mit unseren mächtigen Faustkräften. Oder lassen es bleiben, weil wir verfehlen. Passiert nun mal. Emil, wir brauchen deine Hilfe. Er ist unverwundbar. Es ist keine in ganz viel besser. Und das war's. Wir halten uns seine Kräfte an. Yeah! Wie gesagt, wenn man nicht gerade... Oh mein Gott, es hat eine Barriere errichtet. Wir können sie nicht durchdringen. Egal wie stark wir reinhauen. Nichts durchdringt sie. Selbst die Versteinerung. Selbst meine mächtige magische Faust nicht. Wir haben keine Chance mehr.
Es ist vorbei. Oder etwa doch nicht. Oder hat es eine Frauenallergie? Endlich ist Kaine auch mal zu etwas nützlich. Phase 2. Getting our asses handed to us by a floating dictionary. I suppose strength is beyond measure. So what's the plan then? I am an arcane. Phase 2. Ausweichen, wenn es seine Barriere um sich macht, bis es in die Wand fällt. Hinlaufen, draufhacken, bis die Barriere kaputt ist und damit den mächtigsten Angriff, den man hat, drauf. In meinem Fall sind es die Fäuste und in eurem Fall, falls das jemand spielen solltet, auch. Was ist das hier? 32 heb auf? Ich liebe dieses Deckenfresko. Selbst wenn ich mal so auf Sightseeing-Tour in alten Kirchen und so ein Krams bin. Großartig, ich liebe diese malerischen Fresken an der Decke. This is it. Ja, das ist eine weiße Seite. Annulling a petrification curse. Moment, hatte das Ding nicht eben noch rote Seiten? Na, zumindest keine gelben Seiten, in denen irgendwelche Telefonnummern drinstehen. Und wir bekommen einen neuen Zauber, weil wir einen der versiegelten Vers. Oh no. This passage is written in some kind of code. We went through all this trouble to find it, and now. Oh, look, Jeeves is back. Please allow me to handle this, Master Emil. I shall put all of my efforts into deconstructing this cipher. No matter how long it takes, I will not fail. Sebastian. Ah, so the servant has a name after all. Whatever! Wie dem auch sei, der Bosskampf kann hart werden. Weil die Seitenangriffe und der Rammangriff unglaublich viel Schaden verursachen, wenn man nicht überlevelt ist. Emil, listen to me. Yes? What is it? Your eyes are not a sin. Don't ever be ashamed of them. They're part of you. A vital part of you. Do you understand? She doesn't have a lot of friends. If you could send more letters, I'm sure she'd appreciate it. I would be delighted, sir. Bye, everyone. Thank you. Hang in there. Next time we meet, perhaps I'll be able to look you in the eye. I saw you exchange some words with that Emil lad earlier. Hopefully it was nothing inappropriate for a young man of his age. Speak the truth, hussy! The book? Shut up. Yeah, cram it, Vice. We've got our hands on all the sealed verses now. And now all that remains is to find this Grimoire Noir. Oh, we'll find him. I know we will. Das heißt, wir haben alle versiegelten Verse beisammen. Mal sehen, ob wir Yona damit retten können. Denn damit neigt sich das Spiel dem Ende zu. Dem
recht abwechslungsreichen Ende, was die Spielumgebung angeht mit Resident Evil Light und ich nenne es jetzt einfach mal Lost Odyssey Light. So, ich werde kurz speichern gehen. Das Dorf ist in heller Aufregung. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Devola meinte, es gäbe keinen Grund zur Sorge. Zuerst dachte ich, es wäre ein Fest, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Am 31. August. Ob das heißt, ob das irgendetwas in der Luft liegt? Denn bisher hatten wir hier noch keine solche Kameraeinfahrt, als wir das Dorf betreten haben. Quasi ein letzter Überblick über das, was sozusagen hier der Mittelpunkt unserer Spielwelt darstellt bisher. Oh, ich werde automatisch nach Yona teleportiert. Yona, komm. You need your rest. I'm sorry. Mal sehen, was die Kleine hat. It won't be long, Yona. I have all of the sealed verses. Now, I just need to find Grimoire Noir. It sounds dangerous. Will you be okay? Don't worry about me. Are you gonna make me better? Is my cough gonna go away? Yona? Dad, don't hate me for this, okay? What are you talking about? It's just, I don't want you to hate me because of this disease. A father could never hate his daughter. I'll see if Popola has more medicine. Ich sehe euch bei Popola wieder. Yona doesn't have the strength to fight this disease. We must find Grimoire Noir at once. Only this can save her. Okay, dann sehe ich euch jetzt gleich bei Popola wieder. So, mal sehen, ob wir wieder einen weißen Fisch fangen müssen. Popola, her cough is getting worse. Oh, that's not good. I need more medicine, please. The thing is, I actually just ran out. I hate to ask this, but can you get me some vapor moss? You'll find it growing near the southern gate. You said vapor moss, right? I'll be right back. Okay, ich sehe euch dann am Südtor, um das Moos einzusammeln. Bis gleich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese bedrückende Stimmung, die jetzt wieder aufkommt, finde ich einfach grandios, muss ich gestehen. So, toll. Hier wächst Moos, was Heilung für die Krankheit ist. Und beim letzten Mal schickt sie mich in eine komplett andere Stadt, um zu angeln, was ich überhaupt nicht kann. Danke, Popola. Schnauf. Emil. Wie kannst du ihn von da aus sehen? Irgendetwas muss passiert sein. What is it? What happened? Hurry. Der brach zusammen. He doesn't appear injured. I think it's just fatigue. I can't imagine how hard it is to run all this way without sight. Are you all right, Emil? I can see it. Enough, don't talk. The air, it's vibrating. I can feel it behind my eyes. So much pressure. Oh God, there's so many of them. So many what? Get out. Get out of the village. The shades are coming. They're here. Outside, now. Die Schatten sind da. Das Dorf, was sie die ganze Zeit über in Ruhe gelassen haben, befindet sich nun vor ihnen. Sie scheinen eine Invasion zu starten. Werden wir sie aufhalten können?